Zwischendurch habe ich dann noch zugestellt am 20.07. an die Frau V. Ergänzungspflegerin mit folgendem Betreff ans Jugendamt München. Zusatz zur Anfrage auf Hilfen zur Erziehung. Sehr geehrte Frau V., das habe ich jetzt geschrieben. Sofern die jeweils in der Verantwortung stehenden Personen hier keine Erfordernis zur Abhilfe des körperverletzenden Zustands sehen sollten, wäre das Straftatsmerkmal des Vorsatzes erfüllt. Entsprechende Strafanträge werde ich als sorgeberechtigte und besorgte Mutter selbstverständlich bei den zuständigen Strafverfolgungsbehörden stellen. Vielen Dank. Freundliche Grüße, Annette Fischer.